Dann herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Feed the Beast Ultimate. So, Nemico ist ja immer noch im Nether und hat gerade gesagt, so sich die Folgen, was finde ich da raus, oder? Seit wann? Ja, ich bin eigentlich schon auf dem Weg gerade. Ja, und der Peter läuft immer noch erst höchstwahrscheinlich irgendwo in dieser Map hier rum. Wir wissen nichts, weil er ist still aktuell. Er sagt aktuell kein Wort und schreibt uns auch nichts. Und jetzt auch, schreibt er was rein. Scheiße. Das habe ich schon was erwartet, dass du dann das schreibst jetzt. Okay. Und Fernseher immer noch zu laut, das oder wie? So. Wie man jetzt hier noch. Ah. Hast du sie verscheust du sie gleich? So. Gehen wir gleich einkaufen oder was auch immer. So. Würden jetzt sozusagen hier so einen kleinen Wald, den hier so zum Holzfällen auch dann haben, sozusagen machen. Hier wird dann der Fluss vielleicht auch ein bisschen verändert. Wird vielleicht eine Schöne vielleicht auch noch. Gibt ja eine AFK-Melone hier. Das ist ein scheiß Niederportal, ich finde das hier gar nicht. Ich bin so gesichtet, wo ich gucke. Ne? Ein bisschen problematisch. Das ist ja, ne? Also Folge 3, Mika hat sich im Nether verlaufen. Das ist jetzt, ich glaube, das war jetzt die Folge 10, die ich gemacht habe. 11, glaube ich. Ich meine, die dritte Folge, ich habe damit gerade die dritte Folge der Aufnahmesession im End. Dann siehst du, dass du hier die Folge 63. 63. Folge von Minecraft Feed the Beast Ultimate. Schon ein bisschen was. Boah, wo ist das Nether-Portal? Jetzt mal ohne Witz. Ah, da. Okay. Ach, der Strich zeigt mir auch an, wo das Portal ist. Ach so. Wohl. Nee. Naja. Ja. So, das würden wir vielleicht auch noch zum fetten Wind so ausbauen hier. Vielleicht wird das auch noch ein Bereich, das ist natürlich ein Bereich von mir. Mal gucken. Ich glaube, alles anstelle hier. Über dich könnte es ja aussehen, als wäre es eine Landschaftsgelände. Und würde ich was anderes wohl. So, nein, lieber nicht. Keine Ahnung, ob der gerade sicher ist, der Peter. So, bin zu Hause. Ja, mal die Schatten laufen sehen. Ja, wenn ich ihn bei meinen Bäumen sehe, habe ich das mit. Da müsste ich vielleicht dann mal gucken, welche Höhe das sozusagen ja dann ist. Halt sozusagen wie in unserem Tunnel, den wir als Verbindungstunnel ja wieder machen würden. Den wir beim letzten Mal Map-Wechsel gerade angefangen haben zu bauen. Da musst du sozusagen ja nicht mehr überirdisch sozusagen zu dir nach Hause laufen. Wenn der dann steht. Nee, ich werd ja abgeholt von meiner Mutter. Na? Ich muss jetzt die Schulsache. Soll ich mal sagen, warum ich jetzt gar nicht mit einer, warum ich jetzt erstmal nicht mit einer Bahn oder so fahre? Wegen, weil ich meine Fahrkarte irgendwie verloren habe. Oh. Ja. Ich krieg halt neu wieder, also. Ich kann aktuell eher schlecht sitzen sein. Ich fahr jetzt mal zu Peter oder das noch in die noch Geld holen nehme. Weil die Fahrkarte, die wir hier haben, sie ist ja sozusagen ja. Die wir von der Schule hatten, ist er jetzt dann ausgelaufen. Weil wir sind ja keine Schüler mehr von der Schule oder so. Ist ja die Fahrt dann nicht mehr gültig jetzt. So. Jetzt laden wir den dritten Wohn hier ins Ohr. Hier fehlen jetzt noch die Glasscheiben, dann wäre. Glasplatte, dann wäre das sozusagen das
Die wird so geschützt hier vorne. Laufen hier die Viecher nicht mehr über die Felder. Ein Dachplatz nicht geben und werden Dachfelder von oben geschossen. So. Ich wollte ein bisschen Erde mir schnappen. Ja, es hat funktioniert. Wieso denn nicht? Einmal den Rezeptor durchlocken. Alle Flaschen rufen. Bist du die Erddiebster? Nein. Da ist Erd. So. Ich glaube, dass wenn die Fläche abhält, dann alles mal in die Position verschieben. Dass das alles in. Jetzt sind wir die erste Zentrale so haben. Aber was du bist, werde ich die Monster jetzt gerade nicht anschalten, weil ich nicht weiß, ob der Helfer zu dir irgendwo sicher steht. Dass der noch nie dann verreckt, den er after hast. So. Kommt hier noch ein bisschen Erde hin. Ein bisschen künstlichen Waldgelände hier standhalten. Das hier sozusagen die Baumfarm fürs erste. Ups. Na, scheint das sehr zerbrochen. Nee, ich hab mein Geschirr gerade bewegt. Ah, ja, der Tisch voll? Nee. Nicht dieses eine Mal zu der Dumme und dann der Tisch voll voll Altimel-Flaschen? Ja, gut. Ich hab's heute nicht. Ja, wieso fährst du denn? Das würde doch nicht aufnehmen, wenn du mit dem Fahrrad zur Schule fährst oder zu viel. Zu weit weg, nee. Geht da eigentlich, oder nimmst du eher das Muttertaxi? Lieber. Mikro? Keine Antwort drauf, oder wie? Hm, was? Oh, ich meine, warum fährst du denn nicht mit dem Fahrrad zur Schule oder? Ja, nett. Das funktioniert eigentlich auch nicht, weil, weil es wird, glaube ich, ein bisschen lang dauern, mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren. Normalerweise, wenn. Weil, wenn ich das jetzt machen will, kann ich ja eigentlich mit der Bahn fahren, aber das Problem ist, das würde ich lieber nicht machen, weil sonst kann es das sein, dass ich mal vielleicht mal kontrolliert werde, erstmal. Also, für wegen, wenn ich eine Fahrkarte habe oder nicht. An sich braucht sich Leute nur eine halbe Stunde wohl ungefähr von hier nach wo die Schule halt ist gerade. Sozusagen halt mal auch nehmen. Weil ich an sich jetzt zum Zahnarzt musste. Der ja auch in der Stadt ist, wo unsere die Schule ja ist. Braucht sich ja nur eine halbe Stunde von hier ohne Bahn. Okay. Hm? Braucht sich ja nur eine halbe Stunde. Von hier. Okay. Ich bin da eigentlich am meisten sozusagen. Wenn ich um 7 Uhr los bin, bin ich auch immer noch pünktlich sozusagen da. Das ist ja auch klar. Sei mal gespannt, wann die Schule eigentlich umzieht. Wenn sie mit dir vielleicht entfernen, oder? Wann, ob die Schule immer umgezogen ist? Ja, ich hab so ein. Vor dem Herbst. Bei dem Herbst oder noch die Sommerferien, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Na, wir sagen ja auch absichtlich, hab mal nicht den Ort oder. Einfach so. So. Tier. Einmal gespannt. Was es dann eigentlich in die WWW dann auf sich hat. Kein Zucker mehr, ey. Wäre cool, wenn ich mal bei dem ein bisschen was nehme davon. Von Bambus. Ja, so Zuckerrohr brauche ich. Ja, ich. Teilweise mit der Kont, wo der früher dann mal so angeschissen, wo es ja dann jetzt
an sich war Zucker war ja nicht immer in Minecraft drin. Okay. Früher hieß es ja nur Bambus. Weil man früher auch daraus nur Papier herstellen konnte. Okay, ist ja auch schon ein bisschen hier. Ich weiß nicht, in Beta-Zeiten war das schon, glaube ich, in manchen Beta-Zeiten. In Alpha war es, glaube ich, schon in letzter Zeit nicht drin. Jetzt doch nochmal. Ich glaub, nicht mehr Kopf. Ich bin jetzt in der 8. War es das schon? Ich glaube schon, oder? Was? Ja, ich meinte die erste Projektprüfung. Könnte der Peter vielleicht dran noch beantworten, oder? Naja. Meinst du ja auch? Ah ja. Okay. Ja, hast du noch in der Zeit, Mieter? Ja. Für sowas. Hauptsache du. Was das eben nicht meine. Ich habe mich letztes Mal bei der letzten gerade eher verschätzt mit meinem Text. Oder was sagst du dazu, Peter? 1-2 Minuten zu lang, oder? Alter, wo sind die Sachen hier? Steckt alles. Hey, kommt uns mal da. Oh, was du bist. So. Nein, wir bleiben bei 2. Da ist der Peter! Ja, gerade so noch mal, der ist gerade mein Radarbereich gekommen. Alle wieder da. Alle drei Stilllosen sind wieder anwesend. Was eben nur hier der Fall ist, aber. Vielleicht wird es dann vielleicht mal nur noch ein anderes Projekt mal machen. Weil irgendwann ist das ja zu Ende, aber das wird noch eh noch ein bisschen dauern. Ich glaube, da werden wir bei dir auch noch an die 100 Folgen auf jeden Fall rankommen, Mieter. Weil was ist bei dir die Folge dann jetzt so ungefähr? Hm? Welche Folgennummer ist die aktuelle bei dir jetzt gerade? Die jetzt war, das war jetzt die 11. Ich glaub, auch ich. Ja, 11 müsste es sein. Ne, aber bei dir werden ja wohl auch noch an die 100 auf jeden Fall noch ranknacken. Wenn bei mir vielleicht noch eine andere Zahl in die Frage kommt, gefühlt bei dem Brett hier. Besonders wenn ich hier so ein. Noch so einen Rundrödel. Halt mit Bauerei hier noch. Bevor wir jetzt vielleicht noch ein bisschen Bausahn haben. Jetzt will ich vielleicht sofort dann nur noch die Technik gerade machen. Und sie soll ja noch das Haus ja davor vielleicht auch noch ein bisschen weiter werden. So. Gucken wir mal kurz hier mit dem Glas hier vorbei. Hier wieder rein.
deine durch die Streifen wird. Und dann müssen wir mal gucken, sozusagen. Ja, der René hatte sozusagen gesagt, wenn man das machen würde, mit Galactic Science, da wäre er dabei. Da bräuchte er erstmal wieder Minecraft. Genau, was will ich jetzt hier nicht mit Let's Play erläutern davon? Weil das wollen jetzt, glaube ich, Netzenau erläutern hier. Warum der wieder erst Minecraft benötigt? Ne, schon auf dem Server. Ah ja, die Clones sind ja da. Die Blazes sind ja wieder da. Ich sollte man das Glas hier auch einpacken, wenn ich das mitnehmen würde. Ich stehe diese Zettel immer mir auch mal hin. Nein, die Kiste ist ja da vorne. Warte, war alles. 64 und 8. Und da verschwindet der Peter schon wieder. Hat uns wieder verlassen. Wo ist der da? Der wieder. Ist todeschmürzig und sind in die Nähe gerannt. Peter. Wo ist Peter? Im Nether. Neta? Naja, mein Gott, aber im Neta-Portal ist er verschwunden. Oh, so, was? Hier müssen wir zu. Was kann man hier? Oh oh. Donala. Play ist nicht da. Wenn wir schlagen die Tasten ein, die wohl auf, dann blubblubblub fürs erste Mal. Vielleicht gleich. Oh ne, da ist ja schon wieder der Peter, wo wir noch kurz ausführt. Oh. So. Jetzt passt kommen wir nur noch in den. In das. Ins Gewächshaus-Hotel noch Spinnen rein. Bis halt. Bis die Tür einbaut, ist schon mal da. Da hat die andere durch die Tür halt. Fehlt ja noch. So. Verlege ich mal weiter Erde. Öbler, nichts falsches erwischt. Ja, doch. Hallo, mein Launcher, der sich nicht schimpft in der offenen Zeit. Peter! Und Peter, Eltern immer noch da wohl? Ich hoffe, als ja, dann wird es jetzt sein. Wenn wir für die Eltern nicht da sind, dann wäre der Fernseher wohl schon aus. Peter, willst du meinen Trank testen? Mein Drink? Pass auf, der vergiftet. Na gut. So. Niemand könnte einfach von mir vorbeikommen, wenn jemand was trinken und testen. Thank you.
Ich glaube, das könnte im Wildchamp am lustigsten werden, oder? Warte. Ja. Na, Peter, was ist? Welche diese Weidezombies? Bleiben sie, sind sie immer noch dann aggressiv, wenn ich auch weggehe? Ja. Okay. Ah, hätte ich mehr dran warten. Ja, hier nicht. Gehört oder nicht, Mikro? Ich hab bei mir alles zu, ich höre gar nichts. Ein Fenster habe ich zu, meine Tür habe ich zu, ich höre nichts. Was, wenn deine Schwester die Treppe runterfällt, hörst du das? Oder ist die Tür schalldicht? Schalldicht. Aber so, wie es wohl weitergeht, seht ihr wohl in der nächsten Folge. Wir sind mal wieder am Ende der Folge angelangt. Ah, dann. Macht's gut. Tschüss.